Irish Frenchman. Interessant, durch den Wald fahren und jetzt sagen wir mal den Baum nicht als Baum sehen, sondern als Linie. Super. Ein Rausch von Linien. Herrlich. Die Landschaft schaut teilweise aus, wie man wo singt. Es schaut so chaotisch aus, ist aber nicht chaotisch. Und meine Musik ist auch in einer gewissen Weise chaotisch, ist aber eigentlich überhaupt nicht chaotisch. So, es ist kein Durcheinander, sondern es ist eigentlich eine wunderbare Ordnung. Man darf nur nicht den Baum als Baum sehen, ne? Sondern als Linien, die in einem bestimmten Spannungsfeld zufällig dastehen und zufällig durch meine gerade zufällige Situation, dass ich an einem bestimmten Punkt stehe und dadurch eine bestimmte Blickwinkel habe, der ja auch zufällig ist. Ein Meter weiter weg ist, schaut schon wieder anders aus. Ne? Ich sehe es wirklich als Linie. Und wenn man es nämlich als Äste sieht, wie ich zuerst schon gesagt habe, dann hängt man viel zu sehr bei der Natur. Dann, und ich will ja keine Naturbeschreibung machen in der Musik, sondern ich will nur angeregt werden. Und kriege halt da Ideen, Einfälle, wie bestimmte Musikstücke zum Beispiel anlegen kann und in der Dichte, in der Verzwirbelung der einzelnen Klänge oder Geräusche, wie die ineinander sich verflechten. Ich rede jetzt immer von diesen Pulsatoren, also von den Drehtälern. Bist du jetzt auf der Suche nach einem Zufall? Ja, ich bin jetzt auf der Suche nach einem Zufall, ob ich da jetzt vom Auto aus schon was anspringt. Wenn man natürlich zu Fuß geht, findet man natürlich schnell einmal was, wenn man ja kleine Ausschnitte dann nehmen kann beim Auto, nimmt man meistens große. Da war, jetzt warst du vorher mal zurück. Zum Beispiel diese kurzen Dinger da im Schnee drinnen zieht. Die da. So. Und ich nehme so einen Ausschnitt. Also der Baum hinten nicht mehr, sondern nur diese Dinger. Sieht den Schnee jetzt nicht als Schnee, so mit der Struktur, sondern ich sehe es einfach als weiße Fläche. Dann stehen da so Zacken außer. Das könnte zum Beispiel schon eine musikalische Struktur sein, die eine sehr punktuelle Form hat. Also punktuell, linear, aber sehr kurze Sequenzen in Tönen oder Geräuschen. Also mit Pausen, mit Leerräumen, mit Freiräumen. Wenig, dünn. Das ist halt, glaube ich, die reine Neugierde. Da zum Beispiel, da hinten, da
das ist für die Leute ein Haufen Holz zum Verbrennen. Für mich ist es ein Haufen Klänge, die in der Gegend herumliegen. Ja. Also so sehe ich das zum Beispiel. Der Zufall ist zum Beispiel auch so ein Punkt, der in meiner Musik eine große Rolle spielt. Warum? Weil ich eigentlich mit Zufall arbeite. Das geht ja zum Beispiel mit den Drehtellern gar nicht anders. Ich kann ja zweimal konkret dasselbe zu tun, ist fast nicht möglich, ist nur annähernd möglich. Und der Zufall ist mein bester Freund. Ich ärgere mich nur manchmal über ihn, wenn er mir zum Beispiel so dagegen schlägt, dass er mir, sag ich jetzt einmal grob gesagt, ein Konzert schmeißt. Aber sehr charmant kann er auch sein. Manchmal lässt er an Sachen zu, wo man sagt, das hätte ich nie erfinden können. Das sind so wesentliche Punkte in meinem Musizieren. Aber ob es wer anderer versteht, weiß ich nicht. Aber das kann ich mich eh nicht kümmern.